weiß nicht, wie Sie mal erzählt haben, wir haben jetzt einen Kurs Grundlagen des Vertriebs, der vor dem Kurs Grundlagen des Marketing kommt. Ich glaube, in der Praxis findet man das auch manchmal, dass man erst in den Vertrieb muss und dann ins, um ins Marketing zu kommen. Unbedingt, unbedingt. Also die Praxiserfahrung im Vertrieb ist eigentlich für jeden in einem, sagen wir mal, verbraucherorientierten und absatzorientierten Unternehmen eine Schlüsselerfahrung. Und ich finde, Studenten wie junge Manager unterschätzen dramatisch die Bedeutung von Sales für die spätere Karriere, den späteren Weg und auch das Gewicht in einer Organisation. Weil was sind denn die beiden ganz großen, wichtigen Funktionen in einem Unternehmen? Das sind immer mehr natürlich die Finanzer, die Controller, die das Geld zusammenhalten und dann die Leute, die sich darum kümmern, dass man auch den Absatz gewährleisten kann. Das sind die Sales-Leute. Das sind die beiden großen, wichtigen Funktionen. Und eigentlich jeder, der irgendwie Karriere machen will oder sich entwickeln will in einem Unternehmen, muss sich mit der Sales-Funktion auseinandersetzen. Ich glaube, Sie haben das selber auch gemacht, als nachdem Sie das Studium abgeschlossen hatten. Was sind denn so die wichtigsten Sachen, die man mitnehmen kann als Student, der dann im Vertrieb anfängt? Was ist die Erdung, die man da bekommt? Das war genau für mich das ein ganz erhebliches Erdungs Experience, eine Erfahrung, was das bedeutet, im Vertrieb tatsächlich an der Front zu arbeiten und nicht nur im Key Account Management, sondern tatsächlich Kunden an der Front zu betreuen. Das habe ich 6 Monate bei L'Oréal damals gemacht, als erster Job nach dem Studium, und da mal mitzubekommen, was das wirklich bedeutet, die Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen, vor Ort zu verhandeln, das Beste fürs Unternehmen rauszuholen, aber auch im Kundeninteresse zu handeln, mit den Kollegen im Vertrieb klarzukommen und da die richtigen Hebel umzulegen, damit das zu einem Erfolg wird. Das waren schon nicht immer ganz leichte Herausforderungen, aber am Ende des Tages hat es viel Spaß gemacht und es bringt einem erheblichen Mehrwert für den späteren Job, gerade auch im Marketing, weil die Kollegen vom Sales schauen einen als Marketingmann ja gerne schon ein bisschen argwöhnisch an. Und wenn man dann weiß, was die andere Seite so erwartet, die Erwartung kennt, deren Realität im Tagesgeschäft kennt, dann kann man ganz anders mit denen umgehen. Und Ihnen hat es offensichtlich ja nie geschadet. Ich glaube, die Marketingstationen, die Sie dann hinterher eingeschlagen haben, waren ja sehr spannend. Was kam nach L'Oréal und den Marketingstationen bei L'Oréal für Sie? Das hat sich bei mir immer durchgezogen. Ich sowohl bei L'Oréal wie auch später bei der Deutschen Post, aber auch bei Novartis, war es immer sehr vertriebsnahes Arbeiten und jetzt bei Vorwerk definitiv auch. Vertriebsnahes Arbeiten ist für einen Marketingmenschen extrem wichtig, weil das sind seine internen Kunden und mit diesen internen Kunden kann er nur seine eigenen Projekte und Konzepte zum Erfolg bringen. Und da muss man schon auch gut zuhören können und nicht meinen, man könne da einfach so seine Konzepte so vom grünen Tisch runter durchdrücken. Herr Bietholf, ganz herzlichen Dank für diesen Praxiseinblick. Herzlichen Dank, sehr gerne.